Isabel Daniel, das Interview der Politinsiderin. In Wien gibt es mittlerweile für die Nachtgastronomie, aber auch für größere Events die 2G-Regel, das heißt geimpft oder genesen. Und das dürfte etwas sein, das jetzt beruflich auch mein heutiger Gast ein bisschen in Bedrängnis gebracht hat, die Sabine Spögler, 25 Jahre lang Seitenblicke-Reporterin, immer auf allen Events mit dabei, will sich nicht impfen lassen und wurde damit in den Innendienst versetzt, was natürlich für eine Gesellschaftsreporterin etwas schwierig ist, warum sie sich nicht impfen lassen möchte und selbst solche Konsequenzen in Kauf nimmt, möchte ich heute Sabine Spögler fragen. Danke, dass du da bist. Sehr gern. Sabine, wir kennen uns ja auch schon etliche Jahre, deswegen auch per Du. Ja. Warum lässt du dich nicht impfen? Das ist eine sehr persönliche Frage, finde ich. Also die geht ja wirklich, das ist ein, die hat mit medizinischen Gründen bei vielen, die sich nicht impfen lassen, zu tun. Und da finde ich das schon immer, dass da niemand irgendwie Bedenken hat, das so rauszuhauen, gleich, ah, du bist nicht geimpft, warum denn nicht? Eigentlich finde ich, ist man da schon ein bisschen in Erklärungsnot oder möchte ja das gar nicht ausbreiten, möglicherweise seine Dinge, die man hat oder die verhindern oder die halt einem Bedenken verursachen, dass man sich impfen lässt. Ich kann es dir gern sagen, wenn ich es kenne. Aber, und wir sagen es nicht weiter. Nein, aber in meinem Fall ist es so, dass also tatsächlich ein sehr enges Familienmitglied sehr schwere Impfnebenwirkungen Reaktionen hatte. Also woraufhin meine Neurologin auch gemeint hat, also nachdem ich dieser Person auch sehr ähnlich bin, aber auch das, ich meine, da rede ich jetzt über, was jemand anderer hat. Das ist ja schon sehr persönlich und das ist ja auch etwas, was aber eigentlich Sabine, niemanden angeht. Aber Sabine, ja, da bin ich bei dir. Aber grundsätzlich, wenn jemand aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, ist das ein anderes Thema als jemand, der die Impfung an sich ablehnt? Ich lehne die Impfung an sich nicht ab. Okay. Und ich denke mir, dass sie für viele Menschen, speziell in den Risikogruppen, sicher sinnvoll ist. Ja? Mhm. Heute lese ich, dass da enorm Luft nach oben ist auch, ja? Was also die Durchimpfungsrate bei den Zielgruppen, bei den Risikogruppen betrifft. Ja? Vielleicht sollte man da ein bisschen mehr machen, als zum Beispiel die Kinder zum Impfen zu bewegen, ja? Die halt keine Risikogruppen sind. Aber es gibt natürlich auch ganz viele Leute, die sich halt eben aus Gründen oder eben in meinem Fall ist es eben das, das hat er mal schon, das war im Frühjahr, weil es eine ältere Person ist, die durfte dann halt oder die wurde halt schon sehr früh geimpft und die, da haben wir dann diese Nebenwirkungen gehabt. Ja, und es waren anhaltende Nebenwirkungen. Ja, das hat schon eine Weile gedauert. Die war auch im Krankenhaus und alles und das sind halt genau diese Dinge, die halt sogar auf der Pfizer-Homepage stehen bei den Nebenwirkungen, ja, also mit Beinvenenthrombose, Hautblutungen, da kannst du die ganze Liste abkreuzen. Das muss man auch irgendwann einmal sagen, das kann man sich auch nicht ewig schönreden, dass es keine Nebenwirkungen gibt. Ja. Es gibt eine welche, gewisse Anzahl. Und da muss man halt sagen, die Risikoabwägung, das muss ja jeder für sich selber treffen. Da muss man sagen, in meinem Fall glaube ich, dass bei mir möglicherweise die Gefahr durch die Impfung größer ist als durch Corona. Ich meine, ich habe wirklich mein Immunsystem, seit 30 Jahren ist mir das ein Anliegen, ja, dass ich ein gesundes Immunsystem habe. Ja. Ich mache alles dafür. Ich erziehe auch meine Kinder in die Richtung. Ja. Wir ernähren uns gesund, wir machen Sport, wir haben viel frische Luft. Also das sind alles Dinge, ja, und das soll auf einmal nichts mehr wert sein. Nein, ich glaube, das ist schon etwas wert, aber du weißt, dass ein gutes Immunsystem alleine hilft bei einer Virusinfektion nicht. Es kann vielleicht, aber es kann nicht der ausschließliche Grund sein. Wenn du sonst keine Risikofaktoren hast, kann es vielleicht kein sehr schwerer Verlauf sein, aber das weiß man halt nicht. Ja. Aber viele Menschen. Aber wenn man sich die Prozentzahlen anschaut von Menschen, die schwere Verläufe haben, dann muss man schon sagen, da ist das Risiko dann, in meinem Fall, das kann man ja eben ausrechnen, nicht besonders hoch.
Und würdest du zum Beispiel, bevor ich dann auf Seitenblicke und den ORF komme, würdest du dann zum Beispiel, weil es steht wahrscheinlich ein neuer Impfstoff, der anders agiert und jetzt meine ja, die Totimpfstoffe, ganz genau. Würdest du nehmen oder Novavax, das auch anders? Ja, das muss man sich ganz genau anschauen auch, finde ich. Aber damit würdest du dich... Aber das, ja, ich meine, das ist zumindest für mich... interessanter oder eine Option, wo ich sage, das kann man sich anschauen. Ja, das ist nicht so, dass ich sage, nein, Impfen ist ganz furchtbar. Bei Kindern muss ich sagen, aber für mich, was für mich wirklich zählt an diesem ganzen Thema, ist, dass diese Spaltung, das finde ich so furchtbar. Ja? Die Leute werden eingeteilt in Geimpfte und Nicht-Geimpfte, die beschimpfen einander. Jetzt weiß man, dass diese Impfung für viele Menschen gut ist, für viele vielleicht nicht ganz so gut ist, aber der große Game Changer, als der sie angekündigt war, ist sie, wie es ausschaut, nicht. Ja? Es gibt, ich habe gestern, ich mag sehr gern, was der Herr Dr. Sprenger schreibt, Public Health Graz, der auch immer die neuesten Studien postet, auch auf Facebook, und da gibt es eine, die ist publiziert im European Journal for Epidemiology. Also das ist jetzt kein Schaßblattl oder irgendein YouTube-Video, sondern es ist halt wirklich eine ernsthafte medizinische Zeitschrift. Da haben zwei Harvard-Wissenschaftler die Zahlen von Infektionen und Durchimpfungen in 68 Ländern verglichen. Ja? Es gibt keine Korrelation. Es gibt keine. Es gibt Länder mit hoher Durchimpfungsrate und hohen Infektionszahlen, hohe Durchimpfungsrate, niedrige Infektionszahlen. Da spielen einfach so viele andere das Faktoren stimmt, aber mit. Das hat natürlich erstens mit der geografischen Lage, mit Maßnahmen, mit sonstigem zu tun. Ja, aber es hängt zum Beispiel mit der Durchimpfungsrate in den Risikogruppen zusammen, mit der Altersstruktur in den Ländern. Natürlich. Ja, das hängt alles zusammen. Man kann schau, zum Beispiel Israel ist ein Land, das wurde irrsinnig oft genannt, die haben mittlerweile, du weißt, auch dritte Impfungen gesetzt. Und mittlerweile sind nur 17% der Ungeimpften für 86% der schweren Fälle verantwortlich. Während die vollständig Geimpften kaum noch auf die Intensivstationen müssen. Ist das nicht etwas, das dir ein bisschen zu denken gibt, dass das doch so stark zu schützen scheint? Und in den USA, da war ich gerade, da siehst du auch einen riesigen Unterschied. Florida zum Beispiel hat nur eine Durchimpfungsrate von ungefähr 55-56%. Er hatte wieder extrem überfüllte Spitäler. Also das waren teilweise wirklich Horrorszenen dort. Ich kenne Florida gut. Und dann gibt es Staaten wie Vermont, die haben über 70% Durchimpfungsrate, hatten und insofern hast du recht mit der Studie schon viele Infektionen, trotz der Durchimpfungsrate, aber kaum Hospitalisierungen. Ja, schau, ich sage ja, ich bin nicht gegen die Impfung. Ja? Ich bin nur dagegen, dass man erstens Leute, die nicht geimpft sind, so an den Rand der Gesellschaft drängt und plötzlich für alles verantwortlich dann macht. Dann erzähl mal, wie ist dir das im ORF ergangen? Weil das interessiert sicher sehr viele. Weil du warst natürlich weiter auf Events, nehme ich an. Und dann ja, schau, wir sind ja seit eigentlich von Anbeginn der Pandemie, wir haben am Anfang da kurz mal Pause gehabt und nicht gesendet, aber dann gab es auch monatelang keine Impfung und wir haben immer Seitenblicke auf Sendung gehabt und es gab keinen einzigen Fall. Das habe ich bei deiner Kollegin auch schon erzählt am Nachmittag. Die Interspot hat ein wirklich sehr, sehr strenges Sicherheitskonzept. Das heißt, ihr testet regelmäßig bei PCR. Wir haben längere Angeln als alle anderen. Wir müssen Maske tragen bei allen Events, egal ob das jetzt noch Vorschrift war oder nicht. Ja, wir werden damit danach wieder Problem. Getestet. Nein, das haben wir auch gemacht, die ganze Zeit. Ja. Es gab keinen einzigen Fall in der Seitenblicke-Redaktion von irgendeinem positiv Getesteten, geschweige denn, dass wir irgendwo in ein Event, was ja natürlich nachvollziehbar ist, das will keiner. Ja, oder das macht natürlich keinen schlanken Fuß, wenn man sagt, die ORF-Redakteurin war hier die Superspreaderin. Das ist mir schon nachvollziehbar. Ja. Nur, es geht auch ohne Impfung. Und es geht ja auch, ich meine natürlich, jetzt gibt es diese Vorschrift speziell in Wien, wo halt auch die Nachtgastronomie auf 2G setzt.
Sicher, da kann ich nicht rein. Da kann ich dann als Ungeimpfte nicht rein. Aber es gibt natürlich genug Events auch noch, wo man halt auch rein darf. Und wie wurde dir das vom ORF erklärt? Du musst künftig in den Innendienst, du kannst nicht mehr von... Innendienst, es gibt bei uns keinen Innendienst. Das wurde nicht so gesagt. Es wurde mir gesagt, dass ich... drehen darf ich nicht mehr, aber man möchte schon, dass ich bleibe und ich kann halt Rückblicke schneiden. Aber jetzt ist Oktober, Rückblicke schneiden wir im Dezember, also was mache ich? Und was machst du? Ja, nichts. Aber was hast du geantwortet, wie die ORF-Kollegen dir genau das gesagt haben? Nein, das wurde mir vom Produzenten halt ausgerichtet. Ja. Und was aufgrund, der das aber gesagt hat, er muss mir das sagen, aufgrund seiner Anweisung vom Corona-Beauftragten vom ORF, vom Sicherheitsbeauftragten vom ORF. Also vom Piers Stroh, ja, ganz um das genau zu benennen. Und was hast du dir da dabei gedacht? Na, das war ja jetzt nicht ein Gespräch, wo es geheißen hat, so, ich muss dir was sagen und jetzt bist du draußen. Das hat sich ja angekündigt. Es war ja auch absehbar mit diesen Regelungen durch die Regierung und so, dass das halt in die Richtung laufen wird. Also da gab es schon zwei Gespräche vorher. Dann gab es dieses Mucha-Fest, wo ein Infektion, doppelt Geimpfter, dann zwei Tage später positiv getestet. Da durfte ich schon mal 10 Tage nicht arbeiten. Obwohl dort niemand als K1 auch dann geführt wurde, ja, weil das war einfach zu wenig. Das war 2 oder 3 Tage später, dass der positiv getestet wurde. Und es war mehr oder weniger im Freien auf der Dachterrasse dort oben. Also, da wurde auch niemand anderer, da hat niemanden angesteckt, gar nichts. Ja, aber da ist das dann halt so, ja, wahrscheinlich ins Laufen gekommen, dass es halt möglicherweise gefährlich ist oder dass ich eine Gefährdung bin. Wobei ich das eben nicht so sehe, weil erstens haben wir es bis jetzt geschafft, dass wir halt niemanden angesteckt haben, selber nicht angesteckt sind. Und außerdem, jeder Geimpfte darf rein, der kann haben Husten, Schnupfen, Fieber, Corona. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Und kommt mit dem Impfausweis rein. Wer hat, sollte nirgendwo hingehen. Sollte, aber... Ich glaube, ich habe niemanden getroffen mit Symptomen. Und die sind dann auch noch, die Leute sagen, ah, hallo, Pussy, Pussy. Das tue ich ja nicht. Ja. Ich meine, wir sind wirklich obervorsichtig, weil das natürlich furchtbar wäre. Und das sehe ich ein, dass man eben als Reporter oder als Redakteurin da dann jemand ist, der dann verantwortlich ist, dass dann ein Cluster entsteht. Schrecklich. Kommen wir schon zum Abschluss. Wie geht es dir jetzt dabei und wie wird es weitergehen? Ja, das weiß ich nicht. Nein, aber für mich ist es wirklich keine Frage gewesen. Ja? Ich kann mich nicht impfen lassen. Ich würde mich wirklich dann jeden Tag, ich finde es auch so, man darf sich vor Corona ganz legitim und gesellschaftlich akzeptiert, vor Covid darfst du dich fürchten, aber vor der Impfung, die auch, ich meine, man braucht sich nur ein bisschen umhören. Ja? Ich glaube, und da darfst du nicht sagen, hey, das macht mir irgendwie Sorgen oder ich habe ein schlechtes Gefühl dabei, nach allem, was ich gelesen habe. Und glaub mir, Isabel, ich habe wirklich viel gelesen. Das glaube ich dir und ich finde... Und geredet, auch mit Ärzten. Das wollte ich gerade sagen. Ich würde halt noch mit zusätzlichen Ärzten reden. Ja, was glaubst du, mit wie vielen Ärzten ich geredet? Ich glaube, dass die Sorge, dass man Angst hat vor einer Impfung, vor allem wenn man gesehen hat, dass jemand, der einem nahe steht, eine stärkere Nebenwirkung hatte, kann ich zu 100% verstehen und ich glaube auch, man sollte sich über niemanden lustig machen und niemanden ausgrenzen, der Angst hat. Das ist was anderes als jemand, der Impfungen einfach per se ablehnt. Ja, aber solche Leute habe ich noch nicht getroffen. Jeder, der sagt, nein, ich bin nicht geimpft, hat einen triftigen Grund dafür. Niemand macht das aus Jux und Tollerei oder so. Nein, ich kenne schon Leute. Ich möchte das nicht machen, weil die Regierung mir das vorschreibt. Nein, es gibt so Leute, die das machen. Ich kenne solche Leute, die wirklich nicht... Aber was mich halt wirklich am meisten, was mir auch Angst macht, weil das ist eine Welt, in der ich selber nicht leben will, von der ich nicht will, dass meine Kinder da leben, diese Spaltung, gell? Dass Geimpfte, Ungeimpfte für irgendwas verantwortlich machen, dass die Angst haben voreinander oder dass die sich beschimpfen. Ich meine, man muss ja ganz ehrlich sagen, wenn man rausgeht und mit den Leuten redet, ist das gar nicht so arg. Aber wenn man sich das auf Social Media anschaut, da denkt man sich schon, ich meine... Ja, aber Social Media... Und diese, aber trotzdem, diese Spaltung
Und dieses Schuldzuweisen, das ist eine ganz schreckliche Entwicklung. Also Sabine, wir wollen hier keine Schuld zuweisen. Ich sagte nur, es sind über 6 Milliarden Menschen geimpft. Ja. Es sind zum Glück, es gibt leider Thrombosen, es gibt auch diese Hirnvenenthrombosen, aber die sind zum Glück relativ wenig. Ich weiß von gestern von einem Mann, der 9 Tage im Koma gelegen ist, nein, nach der Impfung. Das gibt es alles, aber natürlich. Das ist wirklich im Promillebereich. Jeder Fall ist natürlich schrecklich. Und aber jeder Fall die schweren macht Angst. Fälle von Corona sind auch im Promillebereich, ja, im Verhältnis zur Bevölkerung. Das stimmt, aber gleichzeitig ist halt eine Infektionskrankheit auch eine Belastung fürs Gesundheitssystem und kann für Spitäler auch zu einer zu großen Belastung werden. Und das schadet uns dann auch allen, egal ob geimpft oder ungeimpft, weil jeder kann auch mit anderen Krankheiten krank werden, kann einen Unfall haben, muss ein Spitalsbett kriegen. Ja, keine Frage. Und deshalb muss man, du weißt aber auch, dass es bereits andere Möglichkeiten gibt oder dass man Corona auch mit anderen Dingen schon als mit der Impfung behandeln kann, wo man tatsächlich, also die dann krank sind und nicht alle, die auf das haben sie in Florida versucht, das ist nicht so richtig gut gegangen. In Indien auch, in Indien ist es sehr gut gegangen. Es wirklich gleich am ersten Tag geben, das ist wie bei der Grippe, da gibt es ja auch so Grippemedikamente, das musst du gleich am Anfang geben, sonst nützt es nichts, aber damit wir nicht zu weit kommen, ich verstehe dich, Sabine, versprich mir trotzdem, du redest noch mit weiteren Ärzten und du beobachtest das. Nein, ich weiß, dass du deinen Job auch immer mit Freude ausgeübt hast. Ja, natürlich, hast. Und vor allem, ich meine, 25 Jahre. Ja, das meine ich und ich bin mir sicher, dass es eine Lösung geben wird für dich. Ich danke dir herzlich für das Gespräch. Sehr gern. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause.